Ja, Ratscha, das ist mein platter Reifen. Ich war echt am Überlegen, wo das hergekommen ist. Also waren das die Glasscherben von den Flaschen, die mir hinterhergeworfen hatten, weil ich den da so blöd angemacht hatte? Oder also als die Polizei mir diese Nagelspur vorgeworfen hat, da bin ich rübergesprungen. Und wenn, dann hätte ich es am Hinterrad, nicht am Vorderrad, ne? Also komplett komisch, ne? Ah, jetzt erkenne ich das. Das müsste doch. Ja, das ist der Zahn von dem Typen, den ich da noch umgefahren und übers Gesicht gehauen bin. Stimmt. Alter Schwede. Na, Ohaua, der hat aber ganz schön reingebissen. Wie gut, dass ich gerade schon so eine Art Meditation kam und besonders ruhig gefahren bin, ne? Ja, also Gabeln und solche Sachen, die wähle ich immer so aus, dass sie als Multifunktionswerkzeuge dienen, also immer ein rundes Ende haben müssen, weil das sind natürlich auch gute Montierhebel, wenn man ordentliche Qualität nimmt, ne? Das hält dann den Werkzeugkasten auch schön schlank. Aber dass das der Zahn gewesen ist, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Also ich dachte erst, dass es vielleicht mit der Polizei, weil ich den hatte ich an die Tür getreten. Also die sind alle so dermaßen sensibel geworden, das ist total unglaublich. Oh nee, ne? Guck mal, jetzt ist der Kleber leer. Oh Mist, ey, da muss ich morgen weitermachen und mir noch einen neuen besorgen. So, jetzt bin ich aber sauer. Also, die können echt froh sein, dass ich gerade von den Klangsternen kam und meinen inneren Frieden geschunden habe. Aber dass der Kleber jetzt alle ist, das geht gar nicht. Es kann sein, dass ich Donnerstag ein bisschen später komme, Raja, weil ich muss da doch noch mal vorher in die Kneipe und mit den Jungs abrechnen. Und in die Wache fahre ich auch noch mal rein, die muss ich auch noch abbrennen. Bis Donnerstag, ihr Lieben.